schönen guten Tag. Erste Folge auf unserem Hof und da ist mein Mitbauer, Rakan. Hallochen. Ja, wie in dem Prolog schon vorgestellt, jetzt sind wir beide hier. Die Fahrzeuge hatte ich ja schon so ein bisschen verteilt und ja, die ersten Aufgaben werden sein, dass wir die frisch angeschafften Tiere, wir haben 10 Schafe und 10 Kühe versorgen. Dafür müssten die Schafe noch Gras kriegen. Ich habe keine Ahnung, wo der Gras-Trigger ist. Ich habe das nicht ausladen können. Ich habe es jetzt auf den Haufen gekippt, quasi vor die Schafe. Und das müssten wir nachher mit dem Radlader vielleicht noch verteilen. Und wir müssten Wasser holen. Magst du Wasser holen? Ich fahre Wasser holen. Und zu deiner Beruhigung, ich weiß auch, wo wir die Schafe futtern müssen. Das ist sehr gut, sonst müssten die armen Tiere verhungern. Ja, das ist nicht gut. Gut, ich versuche jetzt mal mit dem Radlader auf die Schnelle, während du Wasser holst, das Gras wieder aus der Ecke rauszukratzen, wo ich es hingekippt habe. Mhm, ich fahre mal Wasser holen. Jo. Ich habe leider Drive Control aktiv. Ich höre dich schon kotzen so ein bisschen innerlich. Ja, genau dem ist so. Das habe ich gemerkt, als du nicht gleich losgefahren bist. Können wir noch entsprechend konfigurieren dann für das weitere Spiel, wa? So. Ja, genau, weil immer wo man hinlenkt und mit diesem Blick, das nervt mich doch arg. Achso, das habe ich deaktiviert. Das ist bei mir nicht. Warum auch immer das bei dir ist, kann ich jetzt nicht sagen. Also mein Blick geht nicht mit, wenn ich lenke. Gut. Zur Beruhigung meiner ja. Drive Control deaktivieren. Aber jetzt nehmen wir erstmal auf. Ja. So, wie gesagt, ich habe jetzt hier das Gras hier vorhin gekippt und in der Hoffnung, dass das funktioniert, wenn ich es mit dem Radlader reinschiebe. Das hat aber leider nicht funktioniert. Direkt mal gucken, dass ich das da wieder raushole. Ich hoffe, du hast genug Geld auf dem Konto. Nicht den Geldtrigger nehmen. In See runterfahren. Auf der gegenüberliegenden Seite, wo der Trigger ist, da müsstest du an See rankommen. Mhm, okay. Nichtsdestotrotz, für Wasser hättet ihr es noch erreicht. Ja, ich verstehe es. Kein Trinkwasser ist für die Tiere. Genau. Also kann es auch Seewasser sein. Die überliegende Seite an den See ranfahren. Hm. Da ist ein Zaun davor. Verdammt Angst. Du machst es schon. Das Problem ist, so viel ich weiß, hat die Map keinen Dings. Du musst bei allen bezahlen. Ich hatte das in einem Video so gesehen. Kann sein. Wenn nicht, musst du das so machen. Das ist ja kein Thema. Gut, dann fahr ich mal. Ja, wenn wir das hingekriegt haben mit dem Gras und dem Wasser, dann können wir mal schauen, wir hätten ein Feld, was wir abernten könnten. Mhm, da können wir auch gleich gerne ordentlich zuschlagen. Genau, und dann hätten wir gleich noch ein bisschen extra Geld. Also wir haben jetzt noch 57.000 auf der hohen Kante und dann müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Geld machen. So, Wassertank ist voll. Ich habe Flüssigdünger schon gekauft in Paletten, die müssten wir noch rüberholen mit einem Anhänger. Was brauchen wir noch? Saatgut brauchen wir, glaube ich, noch. Saatgut brauchen wir noch, ja, aber Flüssigdünger, da müssen wir gucken, da kann gut durchaus möglich sein. Je nachdem, welche Drille wir haben, kann es sein, dass uns Flüssigdünger überhaupt gar nicht nützt. Habe ich gekauft, weil auf der Map von Anfang an ein Flüssigdünger-Dings stationiert ist. Also so ein Tank zum Ausklappen, wisst ihr? Ja, ja.
Aber wenn wir eine Drille haben, wo wir gleich Flüssigdünger mit verwenden können, normalen Dünger, dann ist es natürlich nicht schlecht. Ja, aber wir müssen ein bisschen vorsichtig sein mit dem Geld am Anfang. Schauen wir mal, wa? Ja. Hab jetzt auch, glaube ich, nur 5000 Liter gekauft. Das ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, das reicht nicht mal, um das Ding immer voll zu machen. Ansonsten, die Performance ist bei mir ganz gut. Wie gesagt, wir spielen das nicht auf dem Server. Ich möchte jetzt René eigentlich ja nicht fragen, wie die Performance bei ihm ist. Das ist erfahrungsgemäß bei dem Teilnehmer immer ein bisschen schlechter. Ja. Ich hoffe, das ist einigermaßen spielbar. Wenn nicht, müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir vielleicht noch so einen extra Server aufsetzen. Ja, oder dass ich hoste. Das ist bei mir ruckelt, wo ich auch nebenbei noch aufnehme. Genau, richtig. Dass das noch besonders schön ist, hier in dem Video zu sehen, dass wir ruckelt. Ich dachte, dass es dann vielleicht nicht ganz so viel ruckelt. Na hier, mein Rechner ist ja dann doppelt belastet, ohnehin schon. Ich muss das Spiel darstellen und der muss die Aufnahme machen. Weil bei mir ruckelt es nicht, gar nicht. Wie ihr habt. Aber wie gesagt, das schauen wir mal. Wenn ich, das ist ja schnell gemacht mit so einem Server. Wie sieht's aus mit dem Wasser? Hey, ich bin bei den Kühen. Ach, achtet doch, ich renne hier oben rum und warte auf dich. So, die Kühchen bekommen Wasser. Sehr schön. Wassertrigger ist im Stall, ja, seht ihr das richtig? Nein, der ist dahinter. Achso. Unterstände haben wir ja ohne Ende hier, wa? Ja. Ich freue mich auch schon das erste Mal auf Silage machen. Das ist eine Buckelpiste, sag ich dir. Aber Stefan, mein Bruder, mit dem wir sonst auch sehr oft spielen, der hat mir versucht schon ein paar Tricks zu erzählen, zu verraten. Jetzt werden wir mal schauen, ob ich das nächste Mal auch hinbekomme, dieses dann auch umzuwandeln, umzusetzen. Ja, also wir sind eigentlich relativ erfahrene LS-Spieler, allerdings im Multiplayer LS17 haben wir so noch gar nicht gespielt. Wir werden also mal schauen, dass wir da das Beste draus machen. Wenn irgendjemand irgendwelche Fragen dazu hat oder so, die wir vielleicht beantworten können, dann gerne her damit. Übrigens, hier ist ein Flüssigdünger und ein richtiger Düngertrigger. Wusste ja keine Palettenkurven. Ja. Ja, gut, dass du mir das jetzt sagst. Nee, nicht wirklich, weil das Ding haut nie so richtig hin. Ja, du hast das Futter dahin gemacht, da muss ich eigentlich ran. Das weiß ich, aber der Wassertrigger ist direkt dahinter, da müsstest du trotzdem rankommen. Musst du mal sehen. Ich habe den Haufen jetzt extra nicht weggemacht, weil mir noch nicht ganz klar war, wo ich damit hin soll. Ich zeig's dir gleich. Bei LS15 gab es diese Map auch schon und da war der. Sieht doch gut aus. Da, ja, war, nämlich hier, da war nämlich hier. Die Schaufel ist voll, muss jetzt leer machen. Ja. Ein schönes Gerät. Leider auch hier wieder der Drive Control vorhanden. Ja, wir beenden die Aufnahme und dann können wir das abschalten, das Kind-Thema. Also wie gesagt, bei mir ist der Drive Control so eingestellt, dass ich dass er selbstständig zurücklenkt und dass sich der Blick sich nicht ändert. Wie viel Schafe hast du denn, wenn ich fragen darf? 10. Gut. So, ich hab rausgekriegt. Wasser ist hier auskippen, ja? Ja. Okay. Dahinter. Irgendwo da musst du gleich eine Anzeige kriegen, wo du auf I drückst. Ja. Ja, funktioniert. Die Schafe sind voll gefuttert. Halt, bleib mal da. Ich komm gleich mal hoch.
den Wasseranhänger oder oben abstellen und dann zeigst du mir mal die Stelle. Soll ich dir mal was sagen? Mit einem Ladewagen kannst du an der Stelle nicht abkippen. Warum? Na, jedenfalls nicht mit dem Mengele. Also musst du ordentlich fahren, dass du da rückwärts gut rankommst. Na gut, auf jeden Fall wesentlich sind das. Also im Grunde genommen hier ganz normal so hier. Ne? Ja. Also in den Futternapf richtig rein, also in den Trog. Wenn man hier halt so, dann geht's eigentlich ganz gut. Gut, wieder was gelernt. Die Kühe hast du schon gefuttert, oder? Ja, die haben schon. Mal gucken, ob ich noch was reinkriege. So. Dann werde ich mir gleich mal den Siel schnappen und einen Anhängerzug hinten ran und dann werden wir anfangen mit Abernten, wa? Mhm. So sieht's aus. Grashaufen müssen wir dann noch beiseite schaffen. Irgendwie gibt es ja eigentlich eine Futterlage auf der Map, ich wüsste ja nicht. Nein. Aber es gibt dort einen kleinen Trick, ja, wenn man eben Heu macht oder dergleichen. Dann ist das natürlich sehr gut. Dann kann man Heu machen oder man kann so auch sogar einen Teil als Silage machen, ja. Meinst, dass du das automatisch umwandelst, wenn du mit dem entsprechenden Gerät umnimmst? Genau. Naja, das ist ja schon fast Cheaten, war kennst du ja nicht. Nee, eigentlich nicht, das ist ja kein Cheaten, das ist ja. So. Fährst du Mähdrescher? Wie immer? Ja, gerne. Nur die Schaufel noch richtig voll. Ja, ganz hervorragend. Übrigens, du bist da sehr ordentlich. Ich versuche auch gar nicht erst zu widersprechen. So. So. Jetzt suche ich natürlich die Mähdrescher. Der ist gegenüber vom Kuhstall. Ah, perfekt. Es war leider zu dem Hof nur ein sehr alter Mähdrescher, inklusive, ich hoffe, dass wir damit klarkommen. Oh, wobei, das kriegen wir schon hin. Der hat immerhin ein 6 Meter Schneidwerk, damit sollte zumindest halbwegs akzeptabel sein.
so, was meinst du, einbunkern oder direkt verticken, das Zeug, was wir abernten? Wir, echt schwer, bin ich ehrlich. Ich kann es noch nicht so hundertprozentig sagen. Du meinst also, wir werden uns spontan entscheiden? Richtig. Schneidwerk liegt hier auf dem Anhänger, gell? Ich hab's gesehen. Ich nehme auch den Anhänger mit, ne? Mein Gott, du redest sowas von Hochdeutsch zurzeit. Dick lobst du, wa? Ja, ich will meinen einigen Zuschauern so nicht zu viel zumuten. Weißt du? Verstehen wir mal. Weil es gibt ein paar von meinen Kollegen, die netterweise mit mir versuchen, auf Preußisch zu reden, also auf unseren Slang hier, aber das haut nicht immer so richtig hin bei den Jungs. Dann muss das für die doch grausam sein, mich sprechen zu hören hier in den Videos, oder? Naja, ich weiß auch nicht. Also die, vor allen Dingen, was mich immer so ärgert ist, die tun uns immer alle mit, also manche machen dann nach und hauen einen sächsischen Dialekt raus. Hallo, die wissen nicht, dass Preußen Sachsen nicht so besonders gut abkönnen. Schon der Ossi konnte den Sachsen nicht allgemein besonders gut leiden. Genau so ist es. Und man ist ja Meinung, das Sächsisch ist halt das ostdeutsche Sprechen. Aber das stimmt nicht. Wir hatten auch Regionen, genauso wie ihr. Bayern und Plattdeutsch und wie ich, was ihr alle da habt. So ist es bei uns so. Genau. So gut. Sag mal an, zu welchem Feld ich jetzt rollen soll. Wir ernten Feld 24 ab. Jo. Denn wir nach, Arbeitsbrigade. Falls ein paar Modder zuschauen, die Mod selbst basteln. Leute, tut mir bitte einen Gefallen, ihr macht wirklich hervorragende Arbeit, super tolle Maschinen gibt das, aber wo verdammt sind die Kennzeichen von den Maschinen? Oh ja, Asche auf mein Haupt, da habe ich nicht wirklich drauf geachtet, also der Benz, den ich gerade fahre, der hat ein Kennzeichen, ja. Aber der Russe, den du da fährst, glaube ich nicht. Da ich leider mich so mit den Modden und Erstellen von Mods nicht so gut auskenne, bin ich da echt angewiesen auf die Leute, die diese Maschinen erstellen, bauen. Ich finde das auch echt klasse. Hut ab vor dieser Arbeit, die dort gemacht wird. Und ja, ich finde es auch wirklich super schön. Aber mir fehlen halt wirklich zur Realität durchaus wirklich die Kennzeichen an Maschinen. Weil jede Maschine in Deutschland oder auch woanders auf dieser Welt muss ein amtliches Kennzeichen haben. Tja, kann ich nicht viel zu sagen. Ist so. So. Du musst schauen, das ist ziemlich knapp mit dem Schneidwerk. Das hat gerade so hochgepasst. Ich hoffe, dass wir es wieder anständig runterkriegen. Wenn nicht, müssen wir einen Telelader holen. Sei vorsichtig, nicht so dicht rankommen. Nicht, dass ich aus Versehen dir irgendwie wehtue. Weißt ja, ne? Maschinen und Technik und Fingerklemmen und alles sowas. Ja, der steht jetzt auch deutlich tiefer, als er eigentlich sollte. So, und das geht so nicht. Oh, hast du. Hervorragend. Jetzt einfach mit Gewalt runterzerren. Ja, so habe ich es auch hochgekriegt. Hat ein bisschen geknirscht. Metall hat gequietscht, hat jeder gehört. Jo. Aber leider gibt es kein Schneidwerk so anzunehmen. Mähdrescher dazu. Gut, die Ernte beginnt. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für diese Folge. Ich sage, wir beide sagen Tschüss und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschüss.